Ich vermute, es gibt kaum jemand, der nicht die Star Wars Saga gesehen hat oder zumindest Teile davon. Und wer es gesehen hat, erinnert sich mit Sicherheit an den Vorspann und den Lauftext. Und den wollen wir jetzt mal einfach als reines Spaßprojekt nachbauen. Dafür habe ich die Projekteinstellungen geändert und zwar auf 21 zu 9, also 2100 mal 900 Pixel. Das entspricht dem, was im Kino normalerweise als Format verwendet wird. Jetzt brauchen wir ein bisschen Text. Ich nehme also eine Textanmerkung und ziehe die einfach hier erstmal mittendrin auf meine Zeichenfläche. Ich habe was in der Zwischenablage, das füge ich hier einfach ein und ziehe den ein bisschen größer, insbesondere deutlich länger. Und ändere dann die Schrift, indem ich sie erstmal fett mache. Und die Größe passt schon ganz gut. So soll es eigentlich aussehen. Und vielleicht noch eine andere Farbe von der Schrift, nämlich so ein Gelbton hier zum Beispiel. Jetzt müssen wir das Ganze noch animieren. Und hier könnte es ein bisschen tricky werden. Ich möchte, dass der Text ja im Fluchtpunkt nach hinten läuft auf dem Bildschirm. Das heißt, ich schiebe den Text erst einmal hier raus und baue eine Animation ein. Ich nehme mal so ungefähr eine Minute, nehme eine benutzerdefinierte Animation, ziehe die per Drag and Drop hier drauf und wir haben ja jetzt unsere Startposition und jetzt machen wir noch eine Endposition. Das heißt, wir schieben den ganzen Text jetzt bis nach oben ans Ende. Ganz wichtig, damit die Animation auch so aussieht wie im Kino, einen Rechtsklick auf den Animationspfeil und unter Beschleunigung aktivieren wählen wir Linear. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Ja, der Text läuft jetzt wunderbar durch hier. Sehr schön. Das Ganze drehen wir jetzt und zwar im dreidimensionalen Raum. Dazu gehen wir in die Eigenschaften, bei den visuellen Eigenschaften in den X-Bereich und drehen das Ganze um minus 42 Grad. Das Ganze machen wir hier hinten am Ende auch. Minus 42. Und gucken jetzt nochmal genau, wo unsere Animationen sind. Ziehen die also am Ende dann nochmal hin und am Anfang schieben wir sie auch nochmal an die Unterkante. Jetzt kommt der Trick, weil das sieht ja noch nicht so richtig toll aus. Jetzt kommt der Trick und der Trick ist, das Ganze zu gruppieren mit Steuerung G und dieser Gruppe dann erneut eine benutzerdefinierte Animation zuweisen. Und wir gehen auch hier an das Ende und auch dieses drehen wir nochmal, also jetzt die Gruppe um minus 42 Grad und am Anfang auch um minus 42 Grad. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann läuft jetzt die Animation schon im Prinzip so, wie wir das haben wollen. Ich gehe mal ein bisschen in Vergrößern. Das läuft, sieht schon mal ganz gut aus eigentlich. Aber die Animation deckt nicht den gesamten Bildschirm ab. Und da gehen wir jetzt noch einmal ran. Ich verkleinere das also nochmal von der Ansicht. Und jetzt kommt der Trick mit gedrückter Umschalttaste. Passe ich jetzt den Rahmen am Anfang der Animation so an, dass er in den gesamten Bildschirm passt, also die untere rechte Ecke, so an Bildschirmecke hier ist. Das Ganze mache ich am Ende auch nochmal. Umschalttaste drücken, dann kann ich das nämlich hier entsprechend unregelmäßig vergrößern oder verkleinern. Und wenn ich mir das Ganze dann entsprechend angucke, dann sieht das folgendermaßen aus. Die Musik müssen Sie sich dazu vorstellen, da habe ich natürlich nicht die Rechte dran.